Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island und wir wollen uns weiter den Scheideweg anschauen. Wir waren schon am Tor, wir waren beim Schwertkampf, wir waren bei der Schatzsuche. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch das Diebesversteck übrig. Willkommen, mein verstohlener Kollege. Du bist doch auch ein Dieb, oder? Natürlich bist du einer, sonst wärst du ja nicht hier, hab ich recht? Selbstredend bin ich ein Dieb. Hervorragend. Fühl dich wie zu Hause. Sieh dich nur um, wenn du magst. Wir haben hier viele wertvolle gestohlene Gegenstände. Ich schmücke mich damit. Okay. Reden wir erstmal mit dir, lieber Dieb. Verzeihung? Was ist, mein Freund? Was sind das hier für Sachen? Was sind das für Sachen? Diese Sachen habe ich ahnungslosen, vorbeiziehenden Piraten abgenommen. Sind ein paar echte Kostbarkeiten darunter, oder? Verzeihung, was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Bist du sicher? Ich dachte, du hättest gesagt, da sei etwas hinter mir. Hinter dir ist ein dreiköpfiger Affe? Ach, tatsächlich? Dann drehe ich mich wohl mal besser um und ziehe nach. Okay, dann... Nu, ich sehe aber nichts. Geheimnisse soll man nicht stehlen. Dann... Meinst du wirklich hinter mir? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich fürchte, du solltest dich langsam auf den Weg machen. Oh, alles klar. Ich kann nicht ständig die Bude voller Diebe haben, sonst kommen keine Kunden mehr, wenn du verstehst. Tja, dann vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Nicht der Rede wert, mein Freund. Du bist hier jederzeit willkommen. Wahrscheinlich hat er mich ausgeklaut. Nein, wir bleiben jetzt erstmal hier. Nee? Hey, warte mal. Da fehlen doch ein paar meiner Sachen. Dieser miese kleine Dieb hat mich abgezogen. Und das sogar ziemlich geschickt. Ja. Der Sextant nehme ich hier. Verzeihung? Was ist, mein Freund? Nee. Als du das letzte Mal hier war, hast du mich beklaut. Hey, als ich das letzte Mal hier war, hast du mich beklaut. Aber ja, natürlich. Und du mich, wenn ich mich recht erinnere. Oh, starker Biss. Erwischt. Was sind unter Dieben schon ein paar gestohlene Sachen? Aha, die guten alten Zeiten. Was ist eigentlich mit deinen Händen passiert? Was ist denn mit deinen Händen? LeChuck ist damit. Ich glaube, er war immer noch sauer, dass wir ihm die Beschwörungsschildkröte gestohlen haben, als er noch ein Mensch war. Kam zurück und hat uns alle niedergemetzelt. Und was ist dein Spezialgebiet, wenn es um die Diebeskunst geht? Und was sind deine Spezialgebiete, wenn es um die Diebeskunst geht? Das Übliche, mein Freund. Taschendiebstahl, Schlösser und Tresore knacken, sowie künstlich aufgebauten Kaufdruck erzeugen für Firmen mit niedrigem Ausgabevolumen bei außerbörslichen Transaktionen. Ja, genau wie bei mir. Vor allem das Letzte. Hast du alles hier selbst gestohlen? Hast du alles hier selbst gestohlen? Das Allermeiste. Nun dann, weiter so. Könntest du dich vielleicht nochmal umdrehen? Würdest du dich vielleicht nochmal umdrehen? Hinter mir ist etwas, sagst du? Dann sehe ich lieber mal nach. Nur was es sonst noch gibt? Ich sehe aber nichts. Völlig unbeaufsichtiges Schriftrollen. Junk! Meinst du wirklich? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich fürchte, du solltest dich langsam auf den Weg machen. Oh. So, das war anscheinend immer noch nicht das Richtige. Bis zum nächsten. Wir bleiben aber immer noch hier, bis wir das Richtige gefunden haben. Ich glaube, wir gucken uns erstmal ein bisschen so um. Erstmal hier den Sextanten. Hey, nicht schlecht. Ich hatte auch einmal eine Sammlung handsignierter Sextanten. Hast du auch einen Vasco de Lama? Ah. Das kann gut sein. Wow, na so ein Zufall!
Hey, was ist das da drin? Das? Oh, das ist ein Geheimnis. Oh, was für ein Geheimnis? Wenn ich das wüsste, wäre es kein Geheimnis. Guck doch mal nach. Hey, was ist das da drin? Das? Oh, wenn ich da... Okay, will er anscheinend nicht nachgucken. Ein Globus. Was kannst du mir dazu sagen? Das habe ich Betsy Bilgewater aus der Tasche gezogen. Das Ding zu ergattern war ein Kinderspiel. Ein Kuss von ihr zu ergattern hat mir einen kurzen Tritt in die Heulbojen eingebracht. Schockschwere Not. Oh, Schriftrollen, Pergamente und Karten. Winslow wäre begeistert. Holzbeine? Wie hat er es geschafft, sie den Trägern einfach so zu klauen? Oh, was haben wir hier? Eine magische Socke? Und was ist mit dem Ding da? Ah, die ist schon ziemlich alt, mein Freund. Es heißt, diese käsemaukendurchtränkte Socke wurde von LeChuck höchstpersönlich getragen. Der Dieb, der sie eingesackt hat, behauptete, er hätte sie dem Zombie-Piraten direkt, unbemerkt, unter seinem untoten Mieflatschen weggezogen. Lustig, wie er hier im Jenseits mit der Socke in der Hand aufgetaucht ist. Wow! Hättest du was dagegen, wenn ich sie mitgehen lassen würde? Ich würde es eigentlich vorziehen, wenn du nur die da nimmst. Die stinkt mir den ganzen Laden voll. Gut. Holzbeine hatten wir schon. Karte? Nein. So, reden wir noch mal ganz kurz. Verzeihung? Was ist, mein Freund? Nein, weiter so, mach so. Na, dann nur weiter so. Keine Sorge, mein Freund. Ich habe gerade gesehen, der hat zu einer Flasche gegriffen. Vielleicht geben wir mal den Krog. Keine Zeit, den Leuten einen auszugeben. Okay. Hey, was ist das da drin? Nee, das hat man schon. Oh. Wenn ich... Das will ich jetzt haben. Verzeihung? Was? Das Fehlen der Hände. Macht das Diebeshandwerk nicht schwerer? Macht das Fehlen der Hände das Diebeshandwerk nicht beschwerlich? Nicht, wenn man gut ist. Ich ziehe den Leuten den Geldbeutel mit den Zähnen aus der Tasche. Knacke einen Tresor mit den Zehen. Und stopfe mir in einer Schatzkammer die Backen voll. Da ist etwas, dreh ich mal um. Da ist etwas, Oh, aber wo? Nee, Geheimnisse sollen ja nicht stehlen. Kann ich da mal irgendwas damit machen? Meinst du wirklich hinter mir? Anker sind nicht gerade für ihre Vielseitigkeit bekannt. Ich dachte, ich könnte jetzt damit vielleicht was aufbrechen. Vielleicht, wenn ich die Augen zukneife. Nö. Na gut, einen Moment lang spitze ich noch die Augen. Aber dann drehe ich mich wieder um. Hey, hast du hier etwa einen Köter angeschleppt? Denn dann kannst du dich auf lebenslanges Hausverbot einstellen, mein Freund. Nein, selbstverständlich nicht. Ich bin nur leicht erkältet. Siehst du? Okay. Nanu, ich sehe aber nichts. Nee. Nein. Meinst du wirklich hinter mir? Nee. Irgendwas, was wir noch einfach... Vielleicht, wenn ich die Augen zukneife. Glänzend. Na gut. Einen Moment lang spitze ich noch die Augen. Glänzend. Aber dann drehe ich mich wieder um. Ah. Das glaube ich nicht. Ich sehe aber nichts. Klau mal hier, Holzbeine. Junk. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich fürchte, du solltest dich langsam auf den Weg machen. Oh, alles klar. Bis zum nächsten Mal, mein... Ist gut. Wir lassen jetzt noch einmal den Hund auf dich los, liebes Wachschat. Gucken, weil der so komisch reagiert hat. Oh, eine Matratze. Ich frage mich, wie sich das wohl anfühlen würde in meiner Tasche. Nimm's mit, Ich frage mich, wie sich...
Haufen Urnen? Urnen aus Ton. Seltsam. Ich verspüre den unwiderstehlichen Drang, sie in Stücke zu schlagen. Das würde ich nicht tun, mein Freund. Wieso nicht? Was heißt, wieso nicht? Weil es unhöflich ist. Ah, ja, natürlich. Okay, holen wir den Hund raus. Und hetzen den auf den Dieb. Ich beschränke mich heute auf ein Minimum an Tierquälerei. Vielen Dank. Hey, hast du hier etwa einen Köter angeschleppt? Denn dann kannst du dich auf lebenslanges Hausverbot einstellen, mein Freund. Nein, selbstverständlich nicht. Ich bin nur leicht erkältet. Siehst du? Gut, Anschad reagiert darauf. Wird es vielleicht noch andere Sachen geben? Viel Glück beim Stibitzen. Ich muss dann mal... Beehr mich bald wieder, mein Freund. So, das bringt mich jetzt auf eine Idee. Wir gehen zum Schatz suchen. Und benutzen mal den Hund mit dem Boden. Na lauf, mein Kleiner. Finde LeChucks versteckte Schatztruhe. Okay, wahrscheinlich muss er erstmal riechen. Vielleicht weiß er nicht, wonach er suchen soll. Das ist aber schon mal da. Wir haben eine Socke und einen Hund. Es geht los, Junge. Hier, nimm eine ordentliche Nase voll. Ich glaube, er hat Witterung aufgenommen. Gut. Dann jetzt nochmal. In Ordnung, Junge. Und jetzt buddel mir eine fies aussehende Schatztruhe aus. Hey, wo willst du denn hin? Böser toter Hund. Okay, anscheinend ist sie nicht hier versteckt. Probieren wir es mal hier. Ah, ja. Franklin, hier steckst du. Du sollst doch LeChucks verborgenen Schatz für mich finden. Was machst du hier? Oh, so ein niedlicher kleiner Hund. Gehört er dir? Nein. Was hast du zu verbergen, Galeb? Mehr, als es den Anschein hat. Also nichts als dummes Geschwätz. Wie bitte? Sowas. Aber du hast den Schatz doch. Ich frage dich danach, du sagst nein und das Spiel geht von vorn los. Schwer zu sagen. Hallo? Was kann ich für dich tun, Tribut? Franklin hat LeChucks Zauberspruch gefunden, aber er kam hierher. Ich hatte Franklin LeChucks Witterung aufnehmen lassen, um den Schatz zu finden. Aber wir sind stattdessen hier gelandet. Merkwürdig. Vielleicht bin ich LeChuck? Bist du's? Nö. Habe ich mir fast gedacht. Hast du LeChucks Schatz? Hast du LeChucks Schatz? Ja. Wie ich mir gedacht habe. Kein... Na nur Augenblick. Aber du sollst Nein sagen. Dann gibt es keine Zweifel. Aber das ist dein Spezialgebiet. Zweifel. Seltsam. Wo hast du LeChuck zum letzten Mal gesehen? Wo warst du, als du LeChuck zum letzten Mal gesehen hast? Gleich da drüben. Nur ein paar Schritte von hier. Nicht gleich ihr. Seufz. So, Ich hatte Franklin LeChucks Witterung aufnehmen lassen, um den Schatz zu finden. Aber wir sind stattdessen hier gelandet. Merkwürdig. Bist du... Nö. Wo sagst du, ist der Zauberspruch von LeChuck? Was ist aus dem Zauberspruch geworden, mit dem LeChuck immer ins Land der Nichttoten zurückgekehrt ist? Es heißt, er sei in einer vermoderten Schatztruhe irgendwo auf dem Scheideweg versteckt. Aber das weiß niemand so genau. Wo hast du LeChuck gesehen? Wann hast du LeChuck zuletzt gesehen? Schwer zu sagen. Meine Erinnerungen sind ganz trübe, was diesen LeChuck angeht. Na, komm schon! Als hätte man ihn mir aus dem Kopf geschlagen. Aber das ist ja wohl kaum möglich. Ach.
Okay. So, du behauptest also, dich mit Zaubersprüchen auszukennen. Ich halte mich durchaus für einen Zauberspruchkenner. Große Zauber, kleine Zauber. Sag bloß. Ich werde... Gut, kommen wir aber auch nicht weiter. Wo sagtest du, ist der Zauberspruch von LeChuck nochmal? Was ist aus dem Zauberspruch geworden, mit dem LeChuck immer ins Land der Nicht-Toten zurückgekehrt ist? Es heißt, er sei in einer... Okay. Gut, dann verabschiede ich mich mal. Bis später. Bis später. Klar, warum nicht? Und von euch verabschiede ich mich auch an dieser Stelle und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.